Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Kartenchaos-Video. Mein Name ist Rotmac und wir haben diese Woche Gesetz der Wildnis. Jetzt wird's wild, wählt eine Klasse und wir geben euch ein wildes Deck, mit dem ihr direkt in die Schlacht ziehen könnt. Ja, ein Kartenchaos, das wir bisher noch nicht hatten, also komplett neu, dieses Kartenchaos, ist halt einfach random im Wild-Modus, wobei, liebe Freunde, so wild ist es gar nicht, nicht so wild, nicht so random, so random ist es denn gar nicht, denn wir haben für jede Klasse ein Deck, das vorgefertigt ist und dieses Deck wird halt genutzt, wenn ihr diese Klasse wählt, ne? Ist ganz einfach, bei Magier zum Beispiel haben wir immer das gleiche Deck, was auf Geheimnisse abzielt. Dann beim Druiden ist es immer das gleiche Deck, da habt ihr immer viele kleine Diener, die ihr pushen könnt und mit denen ihr dann ins Gesicht gehen könnt. Und beim Krieger zum Beispiel, den werden wir spielen in dieser Runde, Piratenkrieger. Rotmac liebt Piraten, das wissen wir. Deshalb wähle ich mir einen Piratenkrieger aus. Und ja, noch was. Jetzt schon, zum Ende dieses Videos, gibt es noch eine Abstimmung, wo ihr gerne dann teilnehmen dürft. Denn, wie ihr seht, habe ich jetzt hier Cam, ne? Ich hatte beim letzten Mal, oder die letzten Male auch schon Cam. Das war ein bisschen klein. Da hat es auch schon Rückmeldungen gegeben, dass ich ein bisschen klein bin. Zumindest im Video. Und ich habe jetzt das Ganze ein bisschen vergrößert. Und ich würde gerne am Schluss wissen von euch, was möchtet ihr? Möchtet ihr überhaupt eine Videocam? Möchtet ihr das Ganze wieder so klein wie beim letzten Mal? Oder ist es so groß? Okay, ich meine, es ist sehr groß. Sehr, sehr groß, wie ich finde. Aber ist okay. Ist okay. Ihr könnt abstimmen am Ende des Videos. Aber jetzt erstmal gehen wir ins Gefecht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. So, ich bin gespannt, was wir kriegen als Gegner. Und ich bin gespannt, was der Piratenkrieger so zu bieten hat. Zu bieten hat, so. Mal schauen. Was kriegen wir? Einen würdigen Gegner, wer hätte es gedacht? Garrosh gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod. Ein Ding voller Geheimnisse, ne? Die Magierin kommt also als Gegnerin. Sehr gut. Wir nehmen das erstmal alles raus hier. Den möchte ich auch nicht. Komm, alles raus. Alles weg hier. Ausverkauf. Wir wollen neue Karten. Komplett neue Karten. Die Schiffskanone möchte ich gerne. Und dann kriege ich Captain Glubschauge in die Hand. Darf er nicht wahr sein, oder? Captain Glubschauge in die Hand. Und das kriegt einen Magier. Weißt du das auch noch, ne? Alter Falter. Okay, gut, wir machen das wie richtige Spieler und hauen den halt weg. So, er hat natürlich als Möglichkeit duplizieren hier. Was er nicht hat, was er ganz bestimmt nicht hat an den Geheimnissen, ist Spiegelbild. Hat der Magier nicht mit dem Deck in dieser Version. Er hat auch keine Rüstungsmacherei hier mit 8 Rüstungen, hat er auch nicht mit dem Deck. Also es wird wahrscheinlich, wird das jetzt ein Eisblock sein oder aber hier. Gegenzauber. So, jetzt kann ich es aussprechen. Gegenzauber könnte es auch sein, ne? Ah, was machen wir denn? Was machen wir denn Schönes? Ich spiele erstmal ihn hier. Dann hauen wir den auch noch weg. Da, komm. Der muss weg. So, die 2 Schaden, die nehme ich. Und dann Captain Glubschauge. Ne, behalten wir erstmal noch auf der... Ne, komm, ich spiele. Klar, die Kanone, die Schiffskanone wäre nicht schlecht, wenn da Captain Glubschauge noch in der Hand hätten, weil er nur einen Mana kostet. Aber ich kann ja nicht sagen, ob ich die Schiffskanone jetzt in die Hand kriege oder nicht. Und wenn ich die nicht kriege, na, so muss er sich entscheiden, wenn er denn was wegpingen will. Welchen der beiden er wegpingen will, tatsächlich. Und der andere wird halt dann nochmal einen Schaden machen. So, Arcane Intelligenz, er zieht 2 Karten. Okay, und spielt man nichts? Ja, schön. Habe ich nichts dagegen. So, wie spielt man die Münze? Denn wahrscheinlich Gegenzauber. Aber dann ist die Münze mal weg. Und das Gegenzauberding ist auch weg. Sehr gut. Dann hauen wir hier noch was raus. Und so und da. Und hast du nicht gesehen. Und dann gehen wir mit allem ins Gesicht. So, die Waffe behalten wir mal so. Greifen noch nicht an. Warten wir mal. Bisschen Geduld. Muss sich auszahlen. Muss sich auszahlen hier. So, Exior. Ich habe ihn gar nicht gegrüßt. Schande über mich. Schande über mich. Ich habe ihn nicht gegrüßt. Was ist denn los? Hä? Hat der gute Rotmac plötzlich keine Manieren mehr? Ja. Kann man nichts machen. So, Arcane Geschosse. Oh, da haut er mir alles weg.
Da haut er mir alles weg. Ist ja schon Wahnsinn. Ist schon Wahnsinn. Aber ist egal, wir haben andere Möglichkeiten. Wie zum Beispiel jetzt hier mit dem bemannten Schredder. So. Den musst du mir jetzt mal weghauen. Frostblitz, klar, ist eine Möglichkeit. Aber dann braucht er auch wieder Mana. Hier kommt ein Geheimnis. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Ja, und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit, wird das jetzt duplizieren sein. Gehe ich jetzt mal davon aus, das wird ganz bestimmt duplizieren sein. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass das duplizieren sein wird, werde ich jetzt erst einmal mit vier ins Gesicht gehen. So. Dann, dann machen wir das so. Mit Ansturm. So, komm. Ansturm. Sehr gut. Jetzt hauen wir da mal schön ins Gesicht. Der soll ruhig zappeln hier. Wir wollen da ein bisschen Druck aufbauen. Ich gehe mal davon aus, duplizieren, das kann ganz gut sein, ne? Geheimnis. Und wenn er das zweimal in die Hand kriegt, ist natürlich auch blöd. Denn schlussendlich kann er die beiden, also diese Karte hier, diese Kurierin, kann er sonst zweimal für lau rausspielen. Wäre auch doof. Weil zweimal 5-5 für 0 Mana ist nicht schlecht. So, ein astraler Arkanist, Alter. Nicht so. Nicht so. Und er will sie natürlich opfern. Oh. Üble Sache, Maloney. Üble Sache. Sehr gut. Er kann es natürlich weghauen. Gar keine Frage. Nee, kann er nicht, weil ich bin ja am Zug. So, was kriegt er auf die Hand? Zweimal Arkanist wahrscheinlich. Das ist jetzt doofer. Da wäre mir jetzt der andere lieber gewesen. So, ich habe jetzt auch nicht so viel Schadensdinger hier. Das ist echt doof. Will ich tatsächlich ein 2-2er draus machen? Einfach nur, damit ich hier... Komm, ich will Druck aufbauen. Ich habe die Zeit jetzt nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich Druck aufbauen. Ich habe noch einen Arcanid. Arcanid Reaper mit im Deck. Aber das sind 20 Karten noch im Deck. Also darauf kann ich jetzt nicht bauen, dass das halt hier... aufgeht, ne? So, 5 Schaden. Kriegt ein Diener, der 5 kostet. Blinktron. 3 Vierer, ne? Ist natürlich auch toll. Ist natürlich auch sehr, sehr toll. Für ihn. Aber komm, raus damit. Und jetzt einfach möglichst viel Schaden hier raushauen. So, 10 Schaden noch. Kriege ich das hin? Ich habe hier auch noch 4 Schaden. Das heißt... Das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Momentan. Die Frage ist jetzt halt, was hat er in der Hand? Hat er noch einen Eisblock? Dann müsste er ihn jetzt spielen. Ein Mana-Würm. Okay. Ja. Okay. Kann es auch so machen. Doof. Doof. Richtig doof. Jetzt kommt ein Eisblock, ne? Jetzt müsste ein Eisblock kommen, sonst hast du verloren. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Die Kurierin. Eieiei, Freunde, jetzt bin ich gespannt. Ist da ein Eisblock mit drin? Wenn ja. Ach, scheiße. Scheiße. So, ich mach das mal so. Müssen wir schauen, ob wir da vielleicht den Schaden da drauf kriegen. Ah, verdammte Axt. Ja, müssen wir. Ich weiß es nicht. Haha, Sieg. Ich muss es versuchen. Hätte auch ein Gegenzauber sein können. Gegenzauber oder Eisblock. Dann hätte er mich gehabt. Aber so? Ne. So nicht. Sehr schön. Also, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, es gibt jetzt hier oben irgendwo beim Info-Ding gibt es noch die Umfrage wegen des ganzen Cam-Gedöns. Also, wollt ihr keine Cam bei diesen Kartenchaos Hearthstone spielen. Wollt ihr die kleine Cam wie beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, müsst ihr mal reinschauen, ist wirklich ziemlich klein. Oder wollt ihr so groß wie jetzt, wie heute? Mir egal. So, danke fürs Zuschauen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet oder auch mal gerne einen Kommentar da lassen würdet. Welches Deck habt ihr hier am liebsten gespielt? Und ansonsten natürlich abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmeck. Ciao.